Hallo, lieber Jonas. Herzlich willkommen auch an alle, die jetzt hier im Gespräch dabei sind. Schön, Jonas, dass du hier teilnimmst, um nochmal deine Geschichte zu erzählen. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich. Jonas, bei unserem ersten Kontakt in 2019, da hatte ich eigentlich vor, nur ein paar Minuten mit dir zu telefonieren. Daraus wurden dann fast 2 Stunden. Wenn ich mich richtig daran erinnere, das lag einfach daran, dass deine Geschichte unheimlich fesselnd war und fesselnd ist, immer noch. Du bist, wie ich auch schon in der Einladung zu diesem Gespräch geschrieben habe, einer der bekanntesten LGBT im deutschsprachigen Raum, die eben als HLT-Mitglied aufgewachsen sind. Für die Leute, die jetzt hier zuhören, oder sich das später anschauen, die nicht Mormonen sind, erkläre ich das ganz kurz. HLT bedeutet Heilige der letzten Tage und der Spitzname dafür ist Mormone, wobei es sehr viele unterschiedliche Richtungen auch im Mormonismus gibt, aber die größte ist wohl der sogenannte Utah-Mormonismus oder die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Mittlerweile bist du auch ein bekannter Künstler, dem Hunderttausende Menschen in sozialen Medien folgen. Deine Werke wurden schon plagiiert von Madonna. Schon sehr früh in deinen Werken wurden sie plagiiert von Madonna und von einem Rapper aus Los Angeles, den vielleicht manche hier nicht kennen, Aaron Carter. Und du machst mittlerweile auch Aufträge für Firmen wie zum Beispiel Huawei, und Ravensburger. Wenn man, wie ich das heute nochmal getan habe, auf Amazon sucht, zum Beispiel nach Hoodies, dann war gleich der erste Treffer ein Bild von dir drauf, also den ich da gesehen habe. Also auch da bist du gut vertreten. Heute geht es auch ein bisschen um die Verbindung zwischen dem Glauben und deiner Kunst, aber natürlich auch um deine Geschichte. Ich würde gerne mal anfangen. Du hast mal eine Aussage getroffen in einem deiner Beiträge, die du da gemacht hast. Und zwar hast du gesagt, Kunst ist ein Produkt des Glaubens. Vielleicht ist das der Grund, warum sie uns so tief berühren kann. Ich würde gerne mal von dir wissen, was meinst du da mit dieser Aussage? Erklär vielleicht auch mal, wie du in dem Kontext Glauben verstehst und inwiefern, in deinen Kunstwerken Glaube Einzug gehalten hat. Und während du sprichst, werde ich vielleicht auch mal ein paar von deinen Kunstwerken zeigen. Ja, danke erstmal für die liebe Einleitung. Und das ist eine sehr gute Frage. Also ich hab mir in Bezug auf diese Aussage so zwei Gedanken gemacht, die ich im Kopf hatte. Zum einen ist für mich Kunst ein Produkt von Glauben, weil man bei jeglicher Art von Kunst etwas komplett aus dem Nichts erschafft. Also du hast einfach so ein Spark, so ein Funken irgendwie im Kopf, so eine Inspiration. Und dann musst du praktisch daran glauben, dass du auch die Fähigkeit hast, diese wirklich in die Realität zu bringen und umzusetzen. Sei es, dass du ein Lied schreibst oder ein Buch schreibst oder dass du eben ein Bild malst. Und deswegen ist es für mich in der Hinsicht ein Produkt von Glauben, weil man auch gerade innerhalb dieses Prozesses wirklich auch dranbleiben muss und weiterhin glauben muss, dass das Bild letztendlich auch wirklich ja gut rauskommt und gut aussieht, was manchmal nicht so einfach ist. Und dann auch in Bezug auf meine Kunst hat auch mein Glaube und meine Glaubensreise und auch mein Aufwachsen in der HLT-Kirche oder in der Kirche Jesu Christi, denke ich, viel Einfluss genommen auf meine Kunst. Also ich habe viele Bilder, die auch spirituelle Themen haben. Ich habe sehr oft dieses Motiv von so Guardian Animals, also so einer Tiere, die praktisch so über uns wachen irgendwie. Und so dieses Göttliche habe ich versucht, eigentlich aber auch immer in meiner Kunst irgendwie auszudrücken. Und ich glaube, dadurch ist da auch auf alle Fälle dieser Bezug zu meinem Glauben ganz stark da in meiner Kunst. Vielleicht steigen wir auch mal ganz kurz ein bisschen ein. Also ich habe jetzt mal meinen Bildschirm hier freigeschaltet und wir sehen jetzt hier Kunst von dir. Das ist noch sehr früh hier. Kannst du vielleicht da mal ganz kurz, du hast gerade so
so ein bisschen gesagt, dein Glaube ist viel eingeflossen. Ist in das Bild auch irgendwas eingeflossen? Wie war da so deine Stimmung oder deine Geisteshaltung da, als du das Bild gemacht hast? Das war, also ich glaube, da zu der Zeit ist mein Glaube noch nicht so viel eingeflossen, weil das noch so ein bisschen in meinen Teenagerjahren war, wo ich so ein bisschen meine rebellische Phase hatte und auch viel einfach so Interesse hatte an Fantasy, habe viel Fantasy-Bücher gelesen, zum Beispiel Harry Potter und Herr der Ringe und diese ganzen Sachen. Und genau, ich habe halt eigentlich schon mein Leben lang hauptsächlich immer Drachen gemalt, als ich ganz jung noch war. Und ich glaube, als ich das Bild gemalt habe, war ich vielleicht 16 oder so oder 17. Und das war, wo ich angefangen habe, auch dann meine Bilder im Internet hochzuladen, wo praktisch dann auch meine Karriere als Künstler sozusagen langsam begonnen hat. Genau. Ja, auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Dann haben wir hier ein Bild, was du eben auch sehr früh schon gemalt hast, in deiner Künstlerzeit, wo dieses Bild wurde eben auch, das ist vielleicht auch besonders dadurch bekannt geworden, könnte ich mir vorstellen, dass Madonna das kopiert hat, quasi, ne? Kann das sein? Ja, ich denke schon. Also ich glaube, das hat auf alle Fälle einiges dazu beigetragen, dass sich das noch mehr verbreitet hat im Internet. Ja. Das wurde eben von Madonna auf ihrem Instagram-Kanal hochgeladen. Sie hatte ihr eigenes Gesicht in das Gesicht von Alice praktisch rein gefotoshoppt. Und genau, aber hatte Ja. mich nicht um Erlaubnis gefragt. Und es war dann so ein bisschen so ein kleiner Skandal sozusagen. Genau. Was mir dann bei vielen weiteren deiner Bilder aufgefallen ist, also ich zeig jetzt hier gerade ein bisschen die weiteren Bilder, gell? Was mir da aufgefallen ist, ist einfach dieser Yin- und Yang-Bezug. Also, das ist immer, und also Yin und Yang, wer das jetzt nicht kennt, ich denke, die meisten werden das wahrscheinlich kennen. Das steht ja für Gegensätze, die sich nicht bekämpfen, sondern ergänzen, ne? Und da wollte ich dich einfach auch nochmal fragen, ist es Zufall, dass das sehr stark in deine Bilder eingeflossen ist? Oder ist das auch Absicht gewesen? Ich glaube, am Anfang war das eher Zufall. Also ich kann mich erinnern, als so das erste wirklich richtig Yin-Yang bezogene Bild entstanden ist, hatte ich gar nicht groß darüber nachgedacht, dass das wirklich genau diese Thematik jetzt ausdrücken soll. Das war dieses Bild mit den zwei Löwen, die sich gegenüberstehen. Das kann ich gerade mal zeigen, ja. Ach Genau, das ist so, genau da. ja. Und es gibt eigentlich auch eine kleine Story, wie das entstanden ist, das Bild, und dass es auch letztendlich eigentlich etwas enthalten hat, eine Nachricht oder Botschaft praktisch an mich selber. Und zwar war das zu der Zeit, ich denke, da kommen wir auch noch später dann im Verlauf meiner Geschichte, aber in einer Zeit, wo alles ein bisschen sehr schwierig war in meinem Leben, wo ich sehr hin und her gerissen war und irgendwie ständig in so einem inneren Kampf gefangen war. Und ich glaube auch gerade diese Thematik Yin und Yang ist ja auch so ein bisschen hell und dunkel, gut und böse, die ja sonst immer so ein bisschen dargestellt werden in einem Krieg und in einem Kampf. Aber dort war halt das erste Bild, wo praktisch Licht und Schatten oder Gut und Böse plötzlich so ein bisschen Frieden schließen miteinander und zusammenkommen. Und ich glaube, das war für mich vielleicht auch so die Zeit, wo langsam in mir dieser Prozess angefangen hat, wo ich so meine Schattenseite oder dieses, was ich so lange in mir bekämpft habe, so langsam angefangen habe anzunehmen. Und das fand ich super interessant. Das habe ich erst im Nachhinein gemerkt und dachte, wow, das ist verrückt, wie Kunst so aus dem Unterbewussten hervorkommt und manchmal Dinge enthält, die wir selber noch gar nicht bewusst erkennen irgendwie. Ja, ich finde auch von deiner Kunst diese Bilder mit diesen Gegensätzen, die sich dann doch irgendwie wieder ja, gegenseitig ergänzen und nicht gegenseitig bekriegen, sondern man sieht ja hier, ja, sie sind ja nett miteinander, gell? Die finde ich extrem faszinierend und also mich persönlich sprechen die unglaublich an. Man sieht das jetzt hier auch nochmal. Da oben auch die Friedenstaube, ne? Und auch das Peace-Zeichen, ich weiß nicht, ob man das sieht. Das so. Ja, genau.
Und vielleicht auch nochmal das. Da wird natürlich ganz klar, okay, wow, da ist ein bisschen das unverkennbar Yin und Yang drin. Ne? Ich denke mal, so hast du es auch konzipiert, das Bild. Ne? Ja, genau. Okay, und dazu kommen wir vielleicht sogar ein bisschen später noch, weil das ist schon ein späteres Bild von dir. Ne? Mhm. Oder kannst du vielleicht nochmal ganz kurz schildern, an welchem, was da so deine Gedanken dazu waren bei dem Bild? Ja, also das Bild war, würde ich sagen, ist eines meiner Bilder, was am meisten wirklich von meinem Glauben inspiriert war, weil es halt für Jesus Christus und den Teufel steht oder gestanden hat. Mhm. Das Lamm für Jesus Christus, der halt vorne im Vordergrund ist und so ganz unschuldig aussieht und leuchtet. Und man denkt im ersten Moment, boah, dieser Riesendrache im Hintergrund, der wird das Lamm ganz einfach verschlingen. Aber ich wollte halt, dass dieses Lamm irgendwo auch ganz anmutig und auch mutig und stark aussieht und ohne Angst, weil das für mich halt das ausdrückt, was diese Geschichte von Jesus Christus, der auferstanden ist und die Dunkelheit besiegt hat, ausdrückt irgendwie. Das waren meine Gedanken bei dem Bild. Und der Drache ist halt auch sehr weit weg. Das heißt, er hat eigentlich nicht wirklich die Chance zu gewinnen im Endeffekt. Ich weiß nicht. Okay. Auf jeden Fall extrem beeindruckende Stimmung, die das Bild bringt. Dann hast du, glaube ich, für irgendeine Pride-Aktion von DeviantArt, wenn ich mich recht erinnere, hast du mal was machen dürfen. Das ist natürlich ein ganz anderer Stil. Ich wollte das zuerst als mein Hintergrundbild hier für das Gespräch heute nehmen, aber dann dachte ich mir, das könnte einige hier ein bisschen ablenken. Und ja, also hier sieht man übrigens auch nochmal dein Logo, das ist auch ein Yin und Yang Zeichen damals schon gewesen, ne? Dein Künstlerlogo oder dein Siegel sozusagen. Ja, hier sieht man natürlich so ein bisschen den Pride-Einfluss, oder? Mhm, genau. Das war ein Auftrag, den ich gemacht habe, wie du gesagt hast, für DeviantArt. Was total cool war, weil sich da so ein bisschen der Kreis geschlossen hat, weil ich damals auf DeviantArt, das ist eine Künstlerplattform im Internet, da habe ich damals angefangen, meine Kunst hochzuladen. Und da habe ich halt so angefangen, die ersten Aufträge drüber zu bekommen und die ersten Leute, die nach Drucken gefragt haben, die sie kaufen können und so weiter. Und dann haben die eben letztes Jahr die Plattform selbst, also DeviantArt, hat mich dann gefragt für den Pride Month, also wo es praktisch um LGBTs geht und wo man das feiert, war halt eine besondere Illustration für anzufertigen. Und das war für mich natürlich eine total große Ehre, das zu machen. Super. Soweit vielleicht erstmal zu den ersten Bildern. Wir schauen nachher noch weitere Sachen an. Du hast natürlich jetzt nicht nur Kunst gemacht, sondern was auch ein bisschen schon deutlich wurde, Jonas, du hast eine unglaubliche Story auch erlebt und zu erzählen, die Menschen Hoffnung machen kann. Nicht nur eben für Menschen, die mit der eigenen Identität kämpfen oder sogar mit LGBT-Identität kämpfen oder da ihre Identität zu finden, sondern auch wenn man mit anderen Problemen kämpft. Wir werden jetzt heute versuchen, deine Geschichte mal bis zu dem Punkt zu besprechen, wo wir das oder ich das mal so ausgedrückt hatte, die Bombe geplatzt ist bei dir. Ne? Also das war ein Steigerungsprozess, bis dann irgendwann, boom, alles auseinandergeplatzt ist. Und also jetzt würde ich dich als erstes gerne mal fragen, wir haben ja schon gesagt, in welcher Kirche du groß geworden bist. Kannst du mal ganz kurz dein Aufwachsen in der Kirche beschreiben und vielleicht dann auch gleich noch sagen, wie wuchs, also aus diesem Aufwachsen in der Kirche, du bist dann auch 2 Jahre auf Vollzeitmission gegangen. Das heißt, du hast im Ausland Vollzeit deiner Kirche gedient und hast für diese Kirche missioniert. Das heißt, irgendeine Überzeugung muss da gewachsen sein, dass man sowas macht, dass man da seine Zeit opfert. Kannst du uns das mal beschreiben? Also wie war dein Aufwachsen in der Kirche und wie führte das zu deiner Mission? Ja. Ja, wo fange ich denn da an? Also ich kann erst mal im Allgemeinen sagen, dass meine Kindheit so und mein Aufwachsen in der Kirche sehr positiv war.
Also meine Eltern haben uns in der Kirche eben großgezogen. Wir sind jeden Sonntag zur Gemeinde gegangen, haben eigentlich alle Aktivitäten immer mitgemacht. Wir haben uns ins Gemeindeleben wirklich eingebracht. Jeden Montag haben wir Heimabends gemacht und so weiter. Also die typischen Dinge, die Mitglieder der Kirche halt tun. Und für mich war der Gedanke, dass es einen Gott gibt, einen himmlischen Vater, immer sehr schön. Es hat mir total viel Sicherheit gegeben und so ein Gefühl von, da ist jemand, der über mich wacht und mich beschützt. Was auch wieder interessant ist, weil das eben eins meiner großen Themen auch in meiner Kunst ist, immer diese Tiere, die dieses Göttliche ausdrücken und so ein bisschen über uns wachen. Und ja, das, also was für mich besonders hängen geblieben ist und was besonders positiv war, war einfach diese Gemeinschaft auch in der Kirche. Also ich habe eine super tolle Gemeinde. Ich habe meine Gemeinde immer geliebt und liebe sie auch immer noch. Und habe da auch total gerne gedient und super Freundschaften auch aufgebaut, die auch immer noch bestehen mit einigen Leuten. Und ja, also eigentlich so vom die Kindheit her und so war super positiv. Dann, als ich so ins Teenageralter kam, habe ich angefangen, so ein bisschen mehr Fragen zu stellen, also innerlich, und immer mehr zu denken, ist denn das wirklich alles so, wie meine Eltern mir das jetzt beigebracht haben und wie es in der Kirche gepredigt wird? Gibt es wirklich einen Gott? Ist Jesus Christus wirklich sein Sohn? Ist das hier wirklich so die Kirche von Jesus Christus? Also diese ganzen Fragen sind mir da durch den Kopf gegangen. Und ich habe mir einfach auch gedacht, wow, es gibt so viele Menschen da draußen, die komplett anders glauben als wir. Wer sagt mir, dass genau mein Glauben jetzt der wahre Glauben ist? Und ich bin auch so ein bisschen durch eine persönliche Identitätskrise gegangen. Also ich denke, das lag zum einen daran eben, dass ich auch in dem Alter dann so angefangen habe zu merken, dass ich nicht bin wie viele andere Jungen. Also dass ich halt LGBT bin oder wobei ich das damals noch nicht wirklich so betitelt habe und auch noch nicht so erkannt habe. Das hat sich erst später dann entwickelt. Aber ich denke, das hat eben dazu beigetragen. Auch dann familiär gab es ein paar Schwierigkeiten zu der Zeit und einfach viel Unsicherheit im Leben. Und da habe ich mich dann, glaube ich, immer mehr so in mich selber zurückgezogen. Hatte eine Zeit, wo ich einfach viel auch mit Ängsten, Depressionen und so weiter zu tun hatte. Und wo ich einfach auch dann in Bezug auf die Kirche, aufs Evangelium sehr viele Fragen hatte und viele Zweifel. Genau. Und was aber auch interessant war, war in der Zeit, wo ich mich so zurückgezogen habe, ist, denke ich, bei mir vor allem die Kunst. Dann war so für mich mein Anker, weil ich schon immer mein ganzes Leben lang sehr gerne gezeichnet habe. Und besonders in der Zeit habe ich dann angefangen, wirklich mich komplett da reinzuknien, weil das etwas war, was mir total so ein Gefühl gegeben hat von, ich kann etwas erreichen in meinem Leben, ich kann etwas erschaffen, was schön ist und was andere Menschen erfreut. Und habe dann auch in der Zeit angefangen, meine Kunst eben online hochzuladen auf verschiedene Plattformen. Und so ist es dann eben langsam so gewachsen, das Ganze mit der Kunst. Genau, und das war halt zum einen eine sehr schwierige Zeit, aber zum anderen auch eine Zeit, die gerade in Bezug auf meine Kunst, denke ich, sehr wichtig war und viele Meilensteine für mich hervorgebracht hat. Ohne die ich wahrscheinlich nicht wäre, wo ich bin jetzt sozusagen als Künstler. Ich finde das schön, dass du jetzt auch schon ein ganz bisschen auf ja, positive Aspekte eingegangen bist, weil in solchen Gesprächen das manchmal ein bisschen untergeht, wie sehr man doch ja, Dinge schätzt. Und ich würde dich gerne noch mal explizit fragen, wenn du zurückschaust, also man muss auch sagen, dein Buch, was du verfasst hast auf Mission an Licht der Welt, das habe ich mir nochmal angeschaut im Vorfeld und das zeigt ja auch, wie du da Gott gesehen hast und ja, seine Liebe für die Menschheit und so weiter, die hast du da in einer Buchform ausgedrückt. Wir schauen nachher nochmal das Cover an, für die, die es noch nicht gesehen haben. Aber also, was ich dich nochmal fragen möchte, was hältst du rückblickend, wenn du mal zurückschaust auf diese Zeit, was sind die besten Aspekte des Glaubens deiner Kindheit? Also was hältst du für die besten Dinge sowohl des Evangeliums Jesu Christi, aber auch meinetwegen des wiederhergestellten Evangeliums, wie es halt in der Mormonenkirche propagiert wird. Ja,
Also das, was mich schon immer, glaube ich, am meisten berührt hat, war einfach dieses Prinzip, was Jesus Christus verdeutlicht oder symbolisiert, dass er sich geopfert hat und hingegeben hat für andere Menschen. Also dass er sogar sein Leben hingegeben hat, um andere Menschen zu erretten und um ihnen zu helfen. Also das fand ich immer ein sehr, sehr schönes Prinzip und auch etwas, was, wo ich in meinem eigenen Leben gemerkt habe, dass immer dann, wenn ich mich selber so ein bisschen vergessen und in den Hintergrund gestellt habe, um anderen zu helfen oder anderen zu dienen, dass es mir dann einfach besser ging und ich einfach glücklicher war. Und auch einfach so dieses Prinzip Glaube, an etwas Höheres zu glauben, dass das ganze Universum nicht einfach nur zufällig entstanden ist, sondern dass es irgendwie einen Sinn hat, dass wir hier sind, um zu lernen, um zu wachsen, um Entscheidungen zu treffen. Genau, dieses Prinzip fand ich auch immer super schön und hat mir sehr, sehr viel Halt einfach gegeben in schwierigen Zeiten. Und dann auch eben diese Gemeinschaft mit anderen Menschen und sich austauschen zu können, auch über spirituelle Themen. Und einfach diese Hoffnung, die einem das Evangelium gibt, dass es eben ja irgendwann auf etwas Schönes hinausläuft, das ganze Leben. Und dass diese ganzen Schwierigkeiten, die man durchmacht, irgendwo nicht einfach nur umsonst sind, sondern dass es letztendlich ein Ziel gibt, auf was man hinarbeitet. Das waren immer so, glaube ich, die Prinzipien, die für mich wirklich das Evangelium ausgemacht haben und am wichtigsten irgendwo für mich auch waren. Ja, also ich muss sagen, das, was du da sagst, das höre ich nicht zum ersten Mal. Selbst Leute, die dann ja, sich vielleicht doch von einer Institution wie der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, distanzieren, mit denen ich, mit solchen Menschen habe ich doch relativ viel zu tun. Sagen häufig, dass sie doch schätzen, ja, dieses zielgerichtete, was junge Menschen vielleicht in dem Alter, gerade wo sie auf Mission gehen, vielleicht nicht so haben. Da geht es vielleicht dann eher noch um Geld, um Spaß haben, um was auch immer. Ja. Und ja, aber ja, viele HLTs, die haben wirklich im Kopf, ich möchte aber, ja, ich möchte eine Familie gründen oder ich möchte dies machen oder jenes machen. Und ich möchte was Gutes tun und so weiter. Also dieses Zielgerichtete, das habe ich auch, das sagen mir auch heute noch sogar, ja, Geschwister, die jetzt nicht mehr zur Kirche gehen, dass sie das toll finden, dass sie sich das eigentlich für ihre Kinder wünschen. Und ich finde es total wichtig, zu differenzieren, was man gut findet, auch nicht zu vergessen, was man eigentlich damals gut fand. Selbst wenn man sich von einer Kirche distanziert, ist das hilfreich, sich das klar zu machen. Ja. Genau, also vielen Dank. Fehlt noch irgendwas oder war das, also erstmal also ich fand das schon sehr gut, aber fehlt noch irgendwas, fällt dir noch irgendwas ein oder? Vielleicht nochmal, du hattest ja das auch mit der Mission angesprochen. Ja. Vielleicht kannst du da nochmal kurz so erklären oder erzählen, wie das dann dazu gekommen ist. Weil ich hatte ja gesagt, dass ich dann eben so eine Zeit hatte im Teenageralter, wo ich viele Zweifel hatte und Fragen hatte und irgendwie Schwierigkeiten. Auch in der Kirche gab es ein paar Erlebnisse, ich weiß nicht, ob wir dazu noch kommen, die auch dann für mich manchmal nicht so positiv waren, wo ich das Gefühl hatte, dass es sehr dogmatische Regeln und Ansätze gab, die einfach nicht zu mir gepasst haben. Und das war immer so ein bisschen so ein Zwiespalt eben, den ich hatte, weil ich einerseits diese sehr schönen Dinge gesehen habe und andererseits aber auch diese Dinge, die ich nicht toll fand. Auf Mission bin ich dann letztendlich gegangen, ich denke hauptsächlich aus Pflichtgefühl am Anfang. Also ich hatte irgendwie immer das Gefühl, okay, das ist halt meine Pflicht und das wird halt in der Kirche so gemacht. Aber ich hatte auch, bevor ich auf Mission gegangen bin, mir vorgenommen, das Buch Mormon komplett durchzulesen. Das Buch Mormon ist ja eine heilige Schrift in der Kirche, also in der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage neben der Bibel. Und ich hatte das vorher noch nie komplett vom Anfang bis Ende durchgelesen und habe mir dann eben dieses Ziel gesetzt. Und auch wenn es für mich da jetzt nie den einen Moment gab, wo ich wirklich so ganz stark so ein geistiges Erlebnis hatte und sagen konnte, wow, ja, okay, das ist wirklich von Gott, dieses Buch, habe ich doch einfach gemerkt, dass durch das tägliche Lesen darin ich positive Veränderungen in meinem Leben gesehen habe und einfach mehr Frieden verspürt habe, mehr Liebe für andere Menschen. Und deswegen dachte ich dann, okay, kann ja eigentlich nichts Schlechtes sein. Und bin dann eben auf Mission gegangen. Und ich denke, so meine wirkliche, richtige Überzeugung und mein Wunsch, wirklich in dieser Kirche zu dienen
und auch der Glaube, dass es die richtige Kirche ist, ist dann auf Mission halt entstanden. Da habe ich dann immer mehr so dieses Gefühl entwickelt, so wow, ja, das ist wirklich was ganz Tolles hier. Auch wenn es war trotzdem auch wieder auf Mission auch sehr zwiegespalten. Es gab auch vieles, wo ich dachte so, das kommt mir jetzt eher komisch vor und eher fast schon Richtung Sekte manchmal so ein bisschen, weil es doch dann auch sehr viel Druck teilweise gab und so. Aber die schönen Prinzipien waren auch auf Mission sehr stark und ich habe einfach viele ganz tolle Erlebnisse auch gehabt. Super, danke schön. Jetzt wollen wir mal weiter diese Geschichte vertiefen und wir müssen dazu festhalten, dass das gar nicht so easy ist, weil wir haben hier drei parallele Erzählstränge. Ja? Also erstens dein Aufwachsen in der Kirche oder wie es da weiterging mit Kirche. Zweitens hast du immer mehr gemerkt, wie auch schon angedeutet, dass deine homosexuelle Identität immer mehr zum Vorschein kam. Und drittens, bist du dann auch noch, ist dein Talent und deine Kreativität immer weiter gewachsen. Und genau, da wollen wir jetzt mal schauen, wie wir das, dass wir das irgendwie mal so auf die Reihe bekommen, dass man das so ein bisschen nachvollziehen kann. Du hast zum Glück auch schon so ein paar Andeutungen gemacht. Du hast in einem früheren Gespräch und auch bei deiner Vorstellung in diese Facebook-Gruppe von Open Faith hast du schon mal erwähnt, dass dein Weltbild, dein religiöses Weltbild schon während deiner Jugend auch ein paar Risse bekommen hat. Unter anderem durch den Besuch von EFY, das ist, sage ich für mal die Zuhörer, die jetzt nicht Mormonen sind, eine kirchliche Jugendveranstaltung. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, was da eigentlich passiert ist? Also was ist davor passiert mit deiner Mama und was ist dann eigentlich auf der Veranstaltung passiert? Ja, also ich war, glaube ich, genau, ich war 14 Jahre alt und ab 14 kann man eben auf diese EFY, auf diese Jugendtagung gehen. Und ich wurde so ein bisschen überredet von meiner Mama. Ich wollte eigentlich nicht wirklich hin. Und zu der Zeit hatte ich sehr lange Haare. Das war so ein bisschen die Zeit, wo Justin Bieber lange Haare hatte und viele Leute das so ein bisschen irgendwie auf diesem Trend mitgeschwommen sind. Und ich hatte eben auch Haare bis zur Schulter, glaube ich. Und ich wusste aber, für EFY muss man seine Haare kurz tragen. Das war so eine Vorgabe, so eine Regel, weil man irgendwie schon so ein bisschen darauf gewöhnt werden sollte, wie es eben später auch auf Missionen dann sein wird, weil es da auch diese Vorschriften gibt für bestimmte Frisuren und so weiter. Und das war sehr schwierig für mich, schon meine Haare vorher dann schneiden zu lassen, aber ich habe es halt gemacht, weil ich mich ja dann auch angemeldet hatte für die EFY. Und wir hatten dann meine Haare geschnitten gehabt beim Friseur. Und es war so ein bisschen ganz knapp über die Ohren hingen die Haare noch, aber wirklich nur ganz knapp und war wirklich relativ kurz. Und dann bin ich eben auf die EFY gefahren. Das war in, ich weiß nicht mehr, Norddeutschland oder Süddeutschland, keine Ahnung, aber auf alle Fälle ein bisschen weg von Berlin. Und wir sind mit einem Bus hingefahren. Und als ich aus dem Bus ausgestiegen bin, kam direkt, also ich war wirklich zwei Schritte aus dem Bus raus und da kam direkt ein älterer Herr und hat mich so umfasst mit seinem Arm und meinte so, komm mal mit, wir müssen was besprechen. Und ich war natürlich total überrascht und auch total nervös und bin dann mitgegangen und wir sind dann zu einem kleinen Stuhlkreis gekommen und dort saßen dann schon einige Leute, die die Haare geschnitten bekommen haben. Und er meinte, deine Haare sind leider zu lang, wir müssen die schneiden. Und ich war natürlich so, oh nein, ich habe doch meine Haare schon extra vorher geschnitten, die müssten doch eigentlich jetzt kurz genug sein. Und er meinte, nee, weil die gucken auch übers Ohr rüber und das ist halt die Regel, die müssen wirklich über dem Ohr enden. Und er meinte, wenn ich das nicht mache, dann müsste ich auf eigene Kosten nach Hause fahren. Also ich müsste mir selber irgendwie eine Mitfahrgelegenheit oder irgendwas organisieren. Mhm. Und ja, und könnte halt nicht teilnehmen an der EFY. Und da gab es eigentlich für mich keine wirkliche Möglichkeit, dann zu sagen, nee, mache ich nicht. Deswegen habe ich das dann gemacht. Und auch als ich dort saß, haben die Leute, die Haare geschnitten haben, dann auch noch untereinander so ein bisschen Witze gemacht, so, ja, ich habe ja eigentlich noch nie Haare geschnitten, habe ich erst diesen Sommer mir so ein bisschen beigebracht und so weiter und sah dann auch dementsprechend aus. Also es war wirklich ein ganz schlimmer Haarschnitt und das war für mich eine sehr einschneidende Erfahrung, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, ich wurde meiner Individualität beraubt. Wir mussten dann auch noch, also es gab dann so eine
Anfangsveranstaltung und dann wurde auch noch gesagt, so hey, alle Mutigen, die sich heute die Haare haben schneiden lassen, jetzt bitte einmal aufstehen. Und dann haben alle applaudiert für uns. Und es war für mich aber total traumatisch, weil das nochmal wie so ein Vorführen fast war. Und haben die Haare hochgehalten in so einem großen Sack. Und also es war alles so ein bisschen komisch. Und ich glaube, das war so ein bisschen so eine erste Erfahrung, wo ich das Gefühl hatte, so dieses über einen Kamm scheren und alle müssen irgendwie gleich sein, ein Stück weit oder so. Und du musst so diese ganzen Regeln einhalten und so möchte Gott das. Da hatte ich so das erste Mal das Gefühl, so, so stelle ich mir das nicht vor. Das ist nicht das, was ich als richtig ansehe, weil ich einfach ein großer Fan bin von Diversität und Individualität. Und das ist da so ein bisschen irgendwie verloren gegangen, fand ich. Ja. Ja, danke, dass du das nochmal erzählt hast. Du hast auch erzählt, das fasse ich aus Zeitgründen mal ganz kurz zusammen, du hast auch von deinem ersten Tempelerlebnis erzählt und dass du dieses, das sogenannte Endowment im Tempel, was man halt vor Mission dann hat, dass du das als seltsam empfunden hast, dass dir da einfach der Fokus auf die Einfachheit des Evangeliums fehlte oder der Fokus auf Nächstenliebe, das hast du alles so ein bisschen vermisst. Fragen möchte ich aber auch noch zu deiner Mission. Du hast schon, die du auch in vielen Punkten als schön empfunden hast. Also du hast viel Tolles auch von deiner Mission immer erzählt. Du hast aber auch dann so ein bisschen den Druck erwähnt. Und kannst du noch mal so ein bisschen drauf eingehen, was meinst du mit Druck, den du auf Mission verspürt hast? Ja, genau. Also ich kann mich erinnern, als ich auf Mission gekommen bin, es gibt immer einen Missionspräsidenten, das ist dann ein älterer Herr normalerweise, der halt über die Mission präsidiert und die ganzen Missionare praktisch wie so ein Vater behütet. Und mein Missionspräsident, das erste Gespräch, was ich mit ihm hatte, der erste Satz, den er mich, also die erste Frage, die mir gestellt hat, war: Elder Jüdicke, werden Sie 100% in allem gehorsam sein auf Mission? Und das war für mich so, ich war völlig neu auf Mission, total nervös und alles neu und von zu Hause weg und so weiter. Und dann das als erste Frage war für mich so, okay, das ist eine ganz andere Welt hier auf Mission. Und das hat sich so ein bisschen eben auch so gerade am Anfang meiner Mission so als roter Faden durchgezogen, dass ich einfach Schwierigkeiten hatte mit diesem sehr starren Regeldenken, dieses, du musst, es gibt ein kleines weißes Handbuch, was man hat auf Mission, wo halt ganz viele Regeln drinstehen, an die sie Missionare sich halten müssen. Und ich kann verstehen, dass es bestimmte Vorgaben gibt für so viele junge Menschen, die auf einem, also die zusammenkommen und so. Man muss halt ein bisschen irgendwie schauen, dass die nicht Rambazamba machen. Aber es wurde schon sehr, sehr streng gehandhabt, so dieses, wenn du das nicht einhältst, dann wird Gott nicht bei dir sein können auf deiner Mission, dann wirst du den Geist nicht bei dir haben, also den Heiligen Geist und so weiter. Und man hat sich einfach sehr viel Druck dadurch gemacht. Also gerade auch ich, am Anfang bin ich daran echt fast kaputt gegangen. Hatte auch mein Trainer, also der erste Companion auf Mission, war auch nochmal jemand, der super exakt die Regeln befolgen wollte. Er hat mir zum Beispiel einmal an einem freien Tag, an einem P-Day, gesagt, dass ich meine Schuhe nicht ausziehen dürfe, wo wir an einem kleinen Bach vorbeigelaufen sind. Und ich wollte meine Füße einfach ins Wasser halten, weil es sehr warm war an dem Tag. Und er meinte, nee, das darfst du nicht, das ist verboten, das würde ein jünger Jesu Christi nicht machen und so weiter. Und ich fand das halt alles irgendwie so ein bisschen strange und dachte, nee, ich glaube nicht, dass das so sein soll. Also das war so ein bisschen das, was auf Mission sehr schwierig war für mich. Ja. Du hattest dann Glück, man könnte es als Glück, man könnte es als Segen bezeichnen. Es gab dann ein paar neue Entwicklungen auf deiner Mission, die dir geholfen haben, dass du deine Mission ab dann deutlich mehr genießen konntest. Und da kamen dann auch deine kreativen Talente mit zum Einsatz. Ja, also das Stichwort ist musikalischer Abend. Und kannst du noch mal einen kurzen Eindruck geben, wie das so war und welche Entwicklung dieses Projekt eigentlich genommen hat? Während du dann sprichst, werde ich irgendwann vielleicht auch noch mal ganz kurz ein paar visuelle Eindrücke zeigen von den musikalischen Abenden. Ja, gerne. Genau, also es war dann so, dass ich
nach circa einem Jahr auf Mission hatte ich mich dann an alles so ein bisschen gewöhnt und habe mir auch gesagt, gut, wenn es so sein soll hier auf Mission und wir einfach Menschen auf der Straße ansprechen und fragen, ob sie schon mal von der Kirche Jesu Christi gehört haben und so weiter, dann ist es so, dann werde ich das auch so annehmen und mich an die Regeln halten. Aber dann genau nach einem Jahr, und ich hatte auch immer wieder so gebetet und zu Gott gesagt, so, ich würde so gerne was Kreatives machen, irgendwas, wo ich wirklich mehr mich als Person einbringen kann und meine Fähigkeiten. Und ich bin dann in eine neue Gemeinde gekommen, in Winterthur war das, in der Schweiz. Und der Bischof der Gemeinde ist am ersten Sonntag auf mich zugekommen und er kannte mich noch gar nicht und meinte direkt zu mir, Elder Jüdicke, wir hatten hier letztens in der Gemeinde, eine Sister hatte hier musikalische Abende veranstaltet. Das heißt, sie hat praktisch Evangeliumslektionen oder Evangeliumsgrundsätze durch Musik und Theaterstück so rübergebracht, so eine Show praktisch zusammengestellt. Und das war ein super Erfolg gewesen. Er meinte, Elder Jüdicke, Sie führen das weiter. Aber er wusste überhaupt nichts über mich. Und für mich war das so, okay, das ist der Moment, auf den ich gewartet habe. Und habe mir dann total Gedanken gemacht, was ich da machen könnte. Und dann haben wir, ich hatte auch noch das Glück, dass ein anderer Elder, der in meinem Distrikt war, also auch in der Nähe von mir, der war vor seiner Mission ganz viel mit Film und so weiter beschäftigt gewesen und kannte sich da super aus, hatte auch seine Kamera mit auf Mission. Und wir haben dann praktisch diese musikalischen Abende vorbereitet, wo wir Filme gedreht haben. Ich habe Bilder gemalt, die dann auch noch animiert wurden, wo wir praktisch Evangeliumsgrundsätze durch Film und dann später auch Live-Musikbeiträge bei der Vorführung rübergebracht haben. Mhm. Und das haben wir in Winterthur angefangen und es war auch ein Riesenerfolg. Also direkt beim ersten Abend waren, glaube ich, schon, weiß ich gar nicht mehr genau, aber 200, 300 Gäste oder sowas da. Und mit der Zeit ist das immer mehr rumgegangen in der Mission und hat sich rumgesprochen. Und ich glaube, bei dem einen habt ihr dann 500 Gäste da oder so. Also es war wirklich total verrückt. Viele Leute sind aus, ja, aus überall, aus der ganzen Schweiz extra angereist deswegen. Und genau, das habe ich dann halt das letzte Jahr meiner Mission, war ich dann komplett berufen als musikalischer Abendmissionar. Also das war meine einzige Aufgabe, diese vorzubereiten und auszuführen. Mhm. Und ich glaube, wir haben insgesamt, gab es bestimmt 30 Aufführungen oder so in der Schweiz und auch deutschlandweit. Mhm. Genau. Man sieht jetzt auch hier, dass du eigens Bilder zum Plan der Erlösung, glaube ich, hast du hier ein Bild gemalt, gell? Genau, ja. Das kannst du hier sehen, gell? Genau. Und vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, der Fokus dieser Veranstaltung, hattest du mal erzählt, hat sich ein bisschen geändert. Also die erste Veranstaltung war ein bisschen anders als dann die späteren Veranstaltungen. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Ja, genau. Also es war so, wir haben die Themen der musikalischen Abende so ein bisschen gestaffelt nach den Missionarslektionen. Also die Missionare haben so ein Handbuch, wo praktisch auch so gewisse Lektionen vorgegeben sind. Und die erste zum Beispiel ist, da geht es um, ich glaube in der ersten ging es um den Plan der Erlösung. Mhm. Das hatten wir dann eben auch in dem musikalischen Abend gemacht, also praktisch der Plan Gottes, so wir kommen auf die Erde und wir werden dann später, kommen wir in die verschiedenen Reiche der Herrlichkeit und so weiter. Ich hatte bei dem zweiten musikalischen Abend, der hieß dann Das Licht der Welt. Da ging es ums Evangelium Jesu Christi und vor allem um Liebe, Nächstenliebe und auch die Gottesliebe. Mhm. Das ist, glaube ich, persönlich auch meine Lieblingsgeschichte eigentlich gewesen. Und da hatte dann aber später der Missionspräsident sich so ein bisschen so eingeklinkt praktisch und meinte, dass es sehr schön war. Er hat ihn auch selber persönlich gesehen. Aber er meinte, er würde sich wünschen, dass wir noch mehr wirklich auch spezifisch auf die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage eingehen, also dass wir praktisch mehr noch mit reinbringen, was die Kirche besonders macht, also die ganze Geschichte mit Joseph Smith und der Wiederherstellung und so weiter. Und das hatten wir dann bei dem dritten musikalischen Abend gemacht. Das war dann zum Thema die Wiederherstellung. Da haben wir dann eben auch noch das Buch Mormon und Joseph Smith spezifisch. Hier sehen wir dich auch noch mal ganz kurz mit dem, mit dem Buch, ne? Das genau. Licht der Welt, was du gemacht hast. Genau, ja. Das hast du anlässlich dieser Veranstaltung gemacht, dieses Kinderbuch, oder? Genau, also das Licht der Welt, die Geschichte, die wir dort in Filmform hatten, war dann praktisch nochmal als Buch
erhältlich. Das konnten Leute nach dem musikalischen Abend für ein paar Euro sich kaufen. Und dann haben wir das reinvestiert in die musikalischen Abende. Ja, okay. Und hier sieht man nochmal das Cover von dem Buch so ein bisschen. Ich darf diese Bilder hier übrigens zeigen, weil das ist eine öffentliche Facebook-Seite. Kann sich jeder sowieso anschauen, alles. Und genau, also von daher wirklich, wirklich tolles Projekt. Und kannst du nochmal beschreiben, was nach deiner Mission da draus geworden ist? Was kannst ja mal grob schätzen, vielleicht, was du denkst, so grob, wie viele musikalische Abende gab es dann? Das ist ja dann Deutschland, Österreich, Schweiz, hat sich das ja dann verbreitet, die Idee, ne? Und ja. Ja, also ich weiß nicht genau, wie viele Aufführungen es letztendlich gab, weil wir haben das Material dann auch frei zur Verfügung gestellt. Wir haben eine Webseite auch eingerichtet und Leute konnten sich das dann runterladen und das eben auch in ihrer Gemeinde selber aufführen. Es gab insgesamt bestimmt 40, 50 Veranstaltungen oder so, würde ich sagen. Also auch in verschiedenen Ländern. Selbst in Holland gab es, ich glaube sogar, dass, nee. Nee, aber ich glaube, ja, also in verschiedenen Ländern. Auch mein Bruder hat das dann sogar in Japan noch aufgeführt und so. Also es war echt cool. Und nach meiner Mission habe ich auch noch einen weiteren musikalischen Abend in Berlin kreiert, mit Hilfe meiner Schwester und auch wieder dem einen Missionar von Mission, der sich so mit Film auskennt. Das war dann Der verlorene Sohn. Und da ging es so ums Thema Vergebung, Umkehr und so weiter. Und das hatten wir dann auch nochmal in Berlin aufgeführt. Genau. Und nach meiner Mission habe ich, glaube ich, auch insgesamt 5-mal oder sowas die musikalischen Abende organisiert in Berlin in verschiedenen Gemeinden. Ja. Ja, also wirklich super. Und da kann man dir einfach auch mal dankbar sein, ne? Dass du da, also gefühlt, glaube ich, habt ihr mit diesen musikalischen Abenden den Missionaren unglaublich viel Motivation gebracht, da mitzumachen. Und man sieht einfach, wie happy die alle aussehen auf den Bildern und wie begeistert sie sind für diese Projekte. Und ich bin ja so, meine persönliche Meinung zu dem Ganzen ist, ja, mit zwei, drei musikalischen Abenden hat man wahrscheinlich mehr gemacht, als in einem Jahr an die Tür klopfen, ne? Oder an Türen klopfen oder in der Fußgängerzone Leute ansprechen. So, das ist einfach mein Gefühl. Aber mag sein, dass ich da falsch liege. Ich würde gerne jetzt noch mal kurz den Umschwenk machen, weil ein weiteres sich entwickelndes Thema war ja deine Homosexualität, die du dann irgendwann immer stärker bemerkt hast. Kannst du noch mal ganz kurz schildern, wo hast du das erste Mal eigentlich die Vermutung gehabt, dass du nicht hetero bist? Und wie fühlte sich das? Du bist ja in einem strengen christlichen Glauben groß geworden. Also wenn man es mal mit anderen Glaubensrichtungen vergleicht, wie fühlte sich das innerhalb dieses Umfelds für dich an? Ja, also ich glaube, das erste Mal, dass ich wirklich diesen Gedanken hatte, so, oh, was wäre, wenn, war, glaube ich, als ich 14 ungefähr war. Es gab auch schon vorher Anzeichen, also auch in meiner Kindheit schon, dass ich nicht so der ganz normale Junge war irgendwie. Ich habe zum Beispiel mich sehr gerne verkleidet, auch immer wieder Kleider angezogen und mich dann so gedreht und so Sachen irgendwie gemacht. Und eben auch schon dieses sehr große Interesse an Kunst und Musik. Wobei das nichts bedeuten muss, aber ich habe eben nicht so wie der typische Junge draußen Fußball gespielt und mich geprügelt, sondern so ein bisschen, war schon immer eher so ein bisschen an anderen Dingen auch irgendwie interessiert. Und als ich dann 14 war, habe ich gemerkt, vorher hatte ich mich auch in Mädchen verguckt, also auch in der Grundschule und so. Aber so mit 14 habe ich gemerkt, dass es immer mehr wegging und dass ich mich mehr und mehr für Jungs interessiert habe. Und ich wollte das am Anfang überhaupt nicht wahrhaben. Also ich habe das auch versucht einfach zu verdrängen, weil ich dachte, das kann ja nicht sein und das geht nicht. Auch gerade in Bezug auf die Kirche, weil halt gelehrt wurde oder wird, dass Homosexualität, also die Gefühle an sich, sind nicht sündhaft. Jedenfalls nach jetzigem Stand. Früher war es sogar so, dass schon auch das alleine als Sünde galt. Aber eben ein Leben zu führen als jemand, der offen dazu steht, zu seiner Sexualität und auch dann einen dementsprechenden Partner hat und so weiter, das geht halt gar nicht. Und
Das war super schwierig. Also ich habe mit niemandem darüber gesprochen. Ich habe das einfach für mich behalten. Habe auch viel dazu gelesen in verschiedenen Publikationen von der Kirche, von den Kirchenführern und habe da auch teilweise wirklich Aussagen gefunden, die das nochmal in mir verstärkt haben, dieses Schuld- und Schamgefühl, dass ich schlecht bin, so wie ich bin, dass ich sündhaft bin und dass ich zum Plan des Teufels gehöre, der die traditionelle Familie praktisch zerstören und untergraben möchte und so. Und das war echt super schwierig für mich, so damit klarzukommen. Ich habe auch oft versucht zu beten und gesagt, Gott, nimm das von mir, ich möchte wirklich deinen Weg gehen und ich möchte das Richtige tun und so weiter, aber es hat sich nichts daran geändert. So, du hast mal erwähnt, dass du dann auch irgendwie mitbekommen hast, dass in deinem Fall irgendjemand nach Utah in eine Konversionstherapie geschickt wurde. Also für die, die das nicht wissen, was dieses Wort nicht kennen, also eine Umwandlungstherapie von, dass man irgendwie, dass das Pray the Gay Away oder dass das Gay irgendwie weggeht, ne? Also dass die homosexuelle Identität verschwindet und man plötzlich dann hetero wird. Genau, also kannst du das nochmal schildern? Wie hast du dich da gefühlt? Hast du das so, wie hast du das aufgenommen, dass du das gehört hast? Das hatte ich eigentlich erst später dann erfahren, also als ich dann schon selber mit meiner Identität so ein bisschen mehr im Reinen war. Aber es hat mich natürlich total schockiert, weil das auch für die Person sehr schwierig war, dahin zu gehen und dann das Gefühl zu haben, so ich muss jetzt mich umtrainieren und das loswerden. Ja, weil man da einfach total schräges Selbstbild entwickelt und wirklich denkt, so man ist ja, eine Ausgeburt des Widersachers praktisch. Und ja, ist einfach nicht schön. Ja, das Ganze war bei dir dann eine Entwicklung. Du hast schon geschildert, dass es ein bisschen komisch war, dass du dann Frauen dich mit Frauen treffen solltest oder dass dir das auch empfohlen wurde kirchlich. Allerdings gab es noch so ein paar Schlüsselmomente. Du hast dann auch mal erzählt, dass du auf Mission dann hast du, glaube ich, eine finnische Missionarin kennengelernt und ihr habt euch auch nach Mission einfach dann nochmal getroffen und so weiter. Und das schien für dich ein Schlüsselmoment gewesen zu sein, also wo ihr dann in der Schweiz, wenn ich mich recht entsinne, dann einfach auch nochmal euer altes Missionsgebiet besucht habt. Kannst du das nochmal schildern, die Situation, wo du dann so gemerkt hast, so endgültig, wow, hier, das geht jetzt gar nicht. Also mit diesem Hetero-Dating hier. Ja, also wie gesagt, ich hab sie auf Mission kennengelernt und nach Mission haben wir uns dann getroffen. Ich war ab und zu in Finnland, sie war auch in Berlin. Und während des Datings habe ich schon gemerkt, wir haben eine sehr starke spirituelle und emotionale Verbindung. Wir haben uns super gut verstanden, wir sind wirklich sehr gute Freunde geworden. Aber ich habe eben gemerkt, über Freundschaft hinaus wollte sich bei mir einfach nichts entwickeln und auf ihrer Seite schon. Und das war immer super schwierig, weil ich dann nicht wusste, was soll ich jetzt tun? Soll ich weiter so tun, als wäre alles okay und so? Oder soll ich ihr das ganz klar sagen? Und wir haben dann gesagt, wir werden uns in der Schweiz treffen zusammen. Und dort wollten wir dann wirklich schauen, so, okay, kann es zwischen uns was werden oder nicht? Und das war dann eben, dann waren wir dort. Und den einen Abend sind wir uns halt ein bisschen näher gekommen und haben uns geküsst. Und ich habe einfach gemerkt, das war für mich so der Moment, wo ich gemerkt habe, da waren für mich einfach keine Gefühle, also nicht, jedenfalls nicht über eine Freundschaft hinaus da. Und dann haben wir halt auch darüber gesprochen und so weiter. Ich habe ihr natürlich nicht gesagt, was der eigentliche Grund war. Und ich glaube, für sie war das auch ziemlich schwierig. Aber für mich, also ich konnte nicht mehr weiterhin dann einfach so tun oder irgendwie mir was vormachen, sondern ich habe wirklich gemerkt, so. Ich fühle mich einfach körperlich zu Frauen nicht hingezogen, sondern das ist einfach nur was Freundschaftliches für mich. Und das war dann so der Moment, wo ich dachte, okay, wow, ja, jetzt ist es eigentlich für mich klar. Ich habe trotzdem danach auch noch weiter versucht, mich mit Frauen zu treffen und zu daten. Bin auch auf Tagungen gegangen, wo ich mich mit jungen, alleinstehenden Erwachsenen auch getroffen habe und so weiter. Aber selbst da war es dann teilweise eher so, dass ich mich so ein bisschen verguckt habe, manchmal in männliche Personen als jetzt die weiblichen und so. Und da habe ich halt immer mehr gemerkt, so ja, irgendwie funktioniert das nicht so. Ja. Irgendwann hat
hat sich das Ganze dann zugespitzt und wir hatten vorher schon diesen großen Knall angesprochen, den Big Bang sozusagen. Da spielte auch, also sogar, da spielte sogar ein Notfallwagen, also ein Notfallkrankenwagen eine Rolle. Kannst du mal diese letzte Phase der Entwicklung nochmal erzählen? Und wie es dann was war dieser große Knall eigentlich? Ja, genau. Das war dann im Jahr 2019, also vor 2 Jahren. Anfang 2019, war allgemein eine sehr schwierige Zeit für mich, auch familiär. Meine Schwester hatte Krebs zu dem Zeitpunkt auch entwickelt. Und einfach, es war sehr viel irgendwie, was zusammenkam. Und auch dieses, dass ich eben mit meiner Identität irgendwie nicht so im Reinen war und ich wusste, wer bin ich, wo will ich hin und so weiter, das war halt alles super schwierig für mich. Ich hatte das zwar für mich so ein bisschen akzeptiert, okay, Jonas, du bist LGBT, du bist nicht hetero, aber ich habe trotzdem zu dem Zeitpunkt noch mit niemandem drüber gesprochen gehabt und ich habe immer noch das Gefühl gehabt, ja, ich werde halt mein Leben lang dann einfach alleine sein und keinen Partner haben oder so. Und es war halt alles sehr, sehr viel für mich. Und den einen Tag bin ich dann mit meiner Schwester zusammen zu einem Spieleabend gefahren. Und ich war schon super gestresst den ganzen Tag. Ich habe gedacht, irgendwie in mir ist einfach so ein Ball von Emotionen, der irgendwie raus will. Aber es war halt einfach so super, also unterdrückt und ich konnte das nicht rauslassen. Und im Bus habe ich dann gemerkt, dass plötzlich einfach mein Herz total angefangen hat zu rasen. Mir wurde schwindelig, bin auch ganz blass geworden und so weiter. Und ich wusste nicht, was das ist. Und hatte erstmal total Angst, dass ich irgendwie jetzt einen Herzattack habe oder sonst irgendwas. Und dann musste ich mich auch irgendwie auf den Boden legen und so, weil einfach mir so schwindelig war und alles. Und dann hatte natürlich meine Schwester auch Angst gehabt, sodass irgendwas sein könnte. Und weil ich auch stark angefangen habe zu zittern und so weiter. Und dann hatten wir den Notruf gewählt und dann kam ein Krankenwagen. Und der hat mich dann, also ich bin dann zum Krankenhaus auch gegangen und die meinten, dass ich hyperventiliert habe und dass es eine Panikattacke war. Und ich hatte vorher noch nie wirklich eine Panikattacke gehabt. Ich hatte zwar schon mein Leben lang auch irgendwo mit Ängsten zu tun und auch so quasi ab und zu mal sowas gehabt, dass ich einfach viel Angst verspürt habe. Aber das war halt wirklich sehr stark, weil ich wirklich dachte, okay, das ist jetzt ist meine Zeit gekommen, ich sterbe jetzt. Genau, und da hatte dann die Ärztin zu mir gesagt, das war super interessant, sie meinte dann zu mir, ja, Herr Jüdicke, ich glaube, dass Sie vielleicht so ein bisschen den Kontakt zu sich selbst verloren haben, den Draht zu sich selbst und dass es deswegen dazu gekommen ist. Und das fand ich total spannend, weil das eigentlich genau das war. Ich hatte wirklich den Draht zu mir selbst verloren und wusste gar nicht mehr richtig, wer ich bin. Und ich glaube, dass einfach das alles dann letztendlich dazu geführt hat, dass es zu diesem Knall kam. Das ist wirklich krass, ja. Und also du lagst im Bus am Boden, ist das richtig? Also dieses Bild, also oder lagst oder bist Also du, im Bus selber nicht. ja. Wir sind dann ausgestiegen bei einer Station und da habe ich dann wurde mir einfach super schwindelig und da habe ich mich dann, ich weiß nicht, ob ich mich auf den Boden gelegt habe oder ich glaube, da war eine Bushaltestelle, ich habe mich da auf diese Sitze dann gelegt oder so. Aber auf Okay. alle Fälle, genau. Ja, also schon auf jeden Fall heftiges Erlebnis. Und was ich gerne nochmal fragen wollte, du hast, glaube ich, auch erwähnt, dass du eigentlich die Wochen davor, das fand ich so interessant immer in deiner Geschichte, dass du viel gebetet hattest eigentlich zu Gott, genau in diesen Wochen davor. Ja. Um was hattest du da gebetet? Also wir haben ja dein Ringen mit Gott auch in der Einladung hier für diesen Event, für dieses Gespräch hier erwähnt, ne? Und mit was war, worum hast du da mit Gott gerungen und was ging es da in deinen Gebeten, die sich so intensiviert hatten vor diesem Knall? Ja. Es ging genau darum, dass ich eben das Gefühl hatte, ich möchte mich irgendjemandem öffnen, ich möchte endlich mit jemandem darüber sprechen, dass ich diese Gefühle habe. Und dass ich, weil immer mehr Leute auch gefragt haben, wann heiratest du denn, hast du schon eine Freundin und so weiter. Und irgendwie dachte ich, ich muss endlich das loswerden. Das war einfach so eine riesige Last. Und ich habe zu Gott gesagt, ich schaffe das nicht aus eigener Kraft. Also ich traue mich einfach nicht darüber zu sprechen. Ich hatte einfach Riesenangst, dass die Leute mich dann irgendwie nicht mehr akzeptieren oder dass die denken, ich bin komisch oder sündhaft oder was auch immer.
Und als ich dann diese Panikattacke und diesen Zusammenbruch hatte, am nächsten Tag, und da ging es mir immer noch super, super schlecht, also es war auch ungefähr 2 Wochen lang, dass ich in so einem Dauerzustand von Angst und Depression und allem Möglichen war. Am nächsten Tag sind dann die Elders vorbeigekommen und es war ganz interessant, weil der eine Elder meinte dann, oh ja, das habe ich auch. Er hatte auch viel mit Panikattacken und so auch schon vor seiner Mission zu tun, hat mir dann viel darüber erzählt. Und was ich interessant fand, war, dass ich bei ihm sofort gemerkt habe, er ist auch nicht hetero. Das war mir ziemlich schnell klar. Und da ist dann auch in meinem Kopf, glaube ich, schon gleich so eine Verbindung entstanden, wo ich dachte, könnte das nicht wirklich auch einiges damit zu tun haben? Er hat sich übrigens auch jetzt mittlerweile geoutet, hat auch einen Freund und so weiter. Also es war, mein Gefühl war nicht falsch. Mein Gaydar, sagt man ja. Und dann an dem gleichen Tag, nachdem die Missionare weg waren, am Abend, sind wieder total viele Gefühle hochgekommen. Meine Mutter war da, meine Schwester waren da. Und ich habe gemerkt, da kommt wieder so eine Riesenangst hoch. Und in dem Moment hatte ich so diesen Gedanken plötzlich, jetzt ist der Moment gekommen, für den du gebetet hattest. Jetzt musst du alle Last loswerden, weil sonst wirst du daran einfach zerbrechen und kaputt gehen. Und dann habe ich in diesem Moment, ohne nachzudenken, einfach meiner Mutter und meiner Schwester gesagt, ja, ich glaube, ich mag Jungs, ich glaube, ich stehe nicht auf Frauen. Und das war so komisch für mich, dieser Moment, das plötzlich so zu sagen, aber auch gleichzeitig total befreiend. Dass ich endlich mich jemandem öffnen konnte und sind auch viele Tränen geflossen und so weiter. Meine Familie, also meine Mutter und meine Schwester haben auch beide super gut darauf reagiert. Ja, und das war dann mein erstes Outing sozusagen. Ja, danke, dass du schon diesen ersten Teil des Outings erzählt hast. Es gab nämlich auch ein zweites Outing quasi. Das war dann das öffentliche Outing. Und diesem zweiten Outing hast du auch ein Selbstporträt gemalt, ne? Und das wollen wir gerade noch mal zeigen. Das ist schon, ja, ich würde mal sagen, auch nicht zuletzt durch Open Faith und vielleicht auch ein bisschen durch mich nicht gerade unbekannt mittlerweile. Also viele kennen das sicher schon. Kannst du das sehen, Jonas? Ja. Okay. Jetzt würde ich gerne mal, dass du vielleicht mal beschreibst, also anhand dieses Selbstporträts, wie hast du dich gefühlt? Und was wolltest du mit diesem Bild bei deinem Outing eigentlich, was wolltest du mit dem Bild eigentlich ausdrücken? Ja. Also erstmal überhaupt, weil also der Grund, warum ich mich entschieden hatte, das dann auch öffentlich zu machen. Ich habe dann halt, nachdem ich meiner Mutter und meiner Schwester davon erzählt hatte, so schrittweise meinen Freunden und meiner ganzen Familie davon erzählt. Und ich dachte mir dann, dass ich selber mich so viele Jahre lang so alleine gefühlt hatte und immer dachte, ich bin schlecht und so weiter, dass ich dachte, so, ich möchte irgendwie das auch öffentlich machen, um auch anderen Menschen Mut zu machen und zu zeigen, ihr könnt zu euch selbst stehen und es ist nichts Schlimmes, es ist nichts Sündhaftes oder Falsches oder was auch immer. Und ich hatte dann diese Idee gehabt für dieses Bild. Und man sieht ja, dass ich mir eine Maske abnehme. Und auf der Maske stehen verschiedene Wörter drauf, wie Sin, also Sünde, Fear, Angst, Depression, Pretend heißt so dieses, dass man so tun muss, als wäre man jemand, der man eigentlich nicht ist. Und das sind so diese Dinge, diese Worte praktisch, die ich selber auch über mich immer gedacht habe und mir selber gesagt habe über mich, dass das eben eine Sünde ist, dass es schwach ist, dass es schlecht ist. Und dieses alte Ich, diese Maske nehme ich halt ab und darunter kommt mein eigentliches neues, authentisches Ich zum Vorschein, dass irgendwo man sieht, dass da auch noch viel Trauer in mir steckt, aber auch gleichzeitig irgendwo diese Hoffnung, die auch vom Auge aus so ein bisschen zu sehen ist, diese Regenbogenfarben, die ja auch für die LGBT-Community stehen. So dieses, ich blicke in die Zukunft, ich habe Hoffnung, auch wenn es jetzt noch schwer ist und sicher auch noch eine schwere Reise wird, glaube ich, dass es eine hoffnungsvolle, schöne Zukunft gibt. Und genau, das soll das Bild halt so ausdrücken. Ja, ja, du hast dich, das Bild drückt vielleicht auch noch so ein bisschen aus, dass du dich dann getraut hast, da dein wahres Ich zu zeigen, ne? Wie du eigentlich bist und diese Maske.
dann zum ersten Mal dich getraut hast abzunehmen, was du vielleicht vorher noch nicht getan hast, ne? Oder? Ja, genau. Genau, Und ja. also mich haben auch immer, wenn ich habe das Bild schon sehr oft angeschaut, mich haben auch immer die Worte beeindruckt, die du da drauf geschrieben hast, eben auch das Pretend und so weiter, was du auch schon erwähnt hast und ja, das Alleinsein und also es ist wirklich unglaublich und kannst du mal kurz die Reaktion beschreiben, die du auf dieses Posting bekommen hast? Was ist da so passiert, als du das dann in deinem JoJo's Art Konto, Social Media Konto dann gepostet hast? Ja, also das hat total eingeschlagen, der Post. Also sowohl auf Instagram als auch auf Facebook gab es super viele Kommentare und Rückmeldungen und Leute, die das geteilt haben. Ich habe auch sehr viele also private Nachrichten bekommen, auch gerade auf Instagram, wo Leute gesagt haben, dass der Post sie dazu inspiriert hat, selber auch ihr Coming Out zu haben. Und dass es für sie einfach eine riesige Erleichterung war und einfach ja, ein Vorbild sozusagen, dass ich halt zu mir selber stehe und dass es sie inspiriert hat, zu sich selbst auch zu stehen. Und das hat mich natürlich total bewegt. Also es gab auch ein paar negative Rückmeldungen, gab auch ein paar Leute, die dann Bibelschriftstellen zitiert haben und so weiter oder gesagt haben, gay und eklig oder keine Ahnung was, aber das war eigentlich wirklich eine ganz kleine Zahl. Also die meisten haben sehr positiv darauf reagiert. Dann haben dich die negativen Kommentare gar nicht so beeindruckt oder hat dich das verletzt, oder? Es hat mich schon auch ein bisschen, es ist ja manchmal so, dass man 99 positive Sachen hört und dann eine negative und die nimmt einen dann doch auch mit. Es hat mich schon auch am Anfang doch ein bisschen beschäftigt, weil ich auch noch in diesem Mindset war, wo ich sehr noch auch wirklich in diesem Kirchendenken war und dann auch mich davon habe beeinflussen lassen und dachte, so was ist, wenn ich wirklich jetzt was ganz Schlimmes gemacht habe und andere Menschen jetzt vielleicht dazu bewegt habe, irgendwie ein sündhaftes Leben zu führen oder sowas. Aber dann im Endeffekt hat total so ein ganz tiefes Gefühl von Frieden überwogen. Also ich habe wirklich einen tiefen Frieden verspürt und so ein Gefühl von, das ist jetzt ein neues Leben, was du beginnst, das ist praktisch wie eine Neugeburt. Und dass ich auch anderen ermöglichen konnte, daran teilzuhaben und vielleicht auch selbst so einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen, war dann im Endeffekt total schön für mich und inspirierend. Deine Geschichte geht dann auch noch sehr spannend weiter, das wissen wir beide. Das ist bloß ein bisschen zu viel, um so einen Abend zu füllen, weil da sind ganz eigene Dinge noch, die, also zu viel für einen Abend, meine ich. Da sind auch ganz eigene Dinge, die passiert sind, die man nicht einfach so mal in zwei, drei Sätzen abfrühstücken kann. Ja, mir ist es immer sehr wichtig, auch hier in den Austausch mit den Teilnehmern zu treten, die hier im Gespräch sind. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir das zweiteilen. Also wir werden dann in einem weiteren Termin nochmal besprechen, wie es danach eigentlich weiterging. Sprich, du bist dann nochmal in so einen Urlaub gegangen und da hast du dich dann auch ganz viel mit deiner Religion beschäftigt. Und was kam dabei raus? Wie geht es dir heute? Wie denkst du heute? Und ich möchte alle, die jetzt hier zuhören oder die hier drin sind, schon mal einladen, da gerne auch dazu zu kommen. Ich frage dich noch mal ganz kurz, hört man mich? Oder gibt es wieder ein Problem mit dem Audio? Also ich höre dich. Okay, alles klar. Ich möchte jetzt gerne alle, die hier drin sind, mal bitten, bis jetzt sind noch keine Fragen aufgeschrieben worden. Ich bin mir sicher, dass ihr irgendwelche Kommentare und Fragen habt dazu. Oder ich habe sie einfach noch nicht gesehen. Ich schaue hier gerade nochmal durch. Ich würde dann gern Folgendes machen, dass wir diejenigen, die bereit wären, ihre Frage mit in die Aufzeichnung reinzugeben, also dass es auch aufgezeichnet wird und eventuell in einem YouTube-Channel landet. Die würde ich gern bitten, sich als erstes jetzt mal dazu zu schalten zum Gespräch. Wenn ihr euren Kommentar zu Jonas Story oder eben eure Frage auch gern, also wenn ihr da keine Angst habt, mit in der Aufnahme zu sein, dann schaltet euch jetzt bitte frei.
Und dann würde ich euch entsprechend aufrufen. Ich gebe euch jetzt mal kurz 10 Sekunden, dass ihr, ja, dass ihr euch entscheiden könnt. Ihr könnt auch gerne in den Chat schreiben, wenn ihr das wollt, dann schalte ich euch quasi frei. Ich glaube, der Frank Herrmann hat sich jetzt, reingeschaltet. Ja, schönen guten Abend. Hallo. Ich weiß nicht, wie meine Kamera angeht. Ja, ich schaue mal gerade. Also, ich sehe deine Kamera noch nicht, aber ich glaube, dass. Ja, jetzt sehen wir dich. So, wir kennen schon. Schönen guten Abend. Ich bin selbst betroffen. Ich war auch auf, auf Mission gewesen. Ich bin auch in Kirche aufgewachsen und ich bin auch schwul und ich lebe mit einem Mann zusammen. Und ich wollte fragen, wie jetzt fühlst, ob du einsam fühlst, mit einem Mormon mit schwul zu sein oder glaubst du weiter? Wie fühlst du dich dann? Das wollte ich gerne wissen. Ja, gerade eben war die Verbindung ein bisschen schlecht. Ich habe den letzten Teil von der Frage nicht ganz gehört. Kannst du noch mal ganz kurz den letzten Teil wiederholen? Ich wollte wissen, wie deine Glauben weitergeht. Ob du glaubst weiterhin, wenn du schwul bist oder wie du dich fühlst. Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, Guido, du meintest, ich glaube, dass wir auch im nächsten Gespräch nochmal tiefer darauf eingehen, aber ich kann ja vielleicht aber, ganz kurz... aber beantworte das ruhig, das ist gut. Ja. Darfst ein bisschen spoilern. Ja. Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin, glaube ich, gerade in einem ganz, also immer noch, es ist jetzt schon 2 Jahre her, aber ich bin immer noch, glaube ich, in einem großen Prozess drin, wo ich alles irgendwie neu ordnen muss, so mein ganzes Weltbild. Also ich habe auch einen Freund, jetzt seit schon über einem Jahr, mit dem ich zwar nicht zusammen wohne, aber wir sind zusammen und so weiter. Also ich habe einen Partner und lebe deswegen also auch wirklich komplett das so. Also ich verstecke mich da nicht oder sage mir, ich bleibe jetzt irgendwie alleine oder sowas. Und in Bezug aufs Thema Glauben fühle ich mich dem Christentum immer noch sehr hingezogen, aber habe auch super viele Fragen, auch Zweifel und wie gesagt, nehme gerade alles auseinander und bin auch noch nicht wirklich irgendwo fest angekommen. Ja, aber ich bin nicht mehr in der, also ich bin aus der Kirche auch ausgetreten, aus der Kirche Jesu Christi, der Heiligen letzten Tage. Also ich bin kein Mitglied mehr. Ich bin da auch ausgetreten, keine Frage, weil ich wollte einen klaren Linien leben und ich wollte trennen. Und natürlich, meine Eltern sind weiterhin in der Kirche Mitglied und ganze Familie. Und, aber wir haben ein sehr gutes Verhältnis und haben wir keine Probleme damit. Also ja. Keine Schwierigkeiten. Ja, das ist super. Das ist ja leider nicht selbstverständlich. Ne? Teilweise gibt es ja auch Fälle, wo das nicht so läuft. Aber es freut mich, dass es so gut läuft bei dir dann mit deiner Familie. Mhm. Ich war verheiratet mit einer Frau und ich habe einen Sohn. Und da ist erst nach 12 Jahren später, als nach dem Heiraten, klar, dass ich nicht mehr kann. Und deswegen habe ich mich entschieden, zu trennen und zu scheiden zu lassen. Und da habe ich dann mit einem Mann in den Weg gegangen. Ja, wow. Ja, das berichten ja viele so, ne? Dass sie dann doch erstmal diesen Weg gehen und dann in der Ehe merken, dass es einfach nicht funktioniert. Und ich meine, du bist nicht allein und du bist, wir gehen genau gleiche Wege und ja. Ja, vielen Dank, Frank. Also ich finde es ganz mutig von dir, dass du auch hier schon gleich von dir ein bisschen was erzählt hast. Jetzt hat auch die Juna, Juna, kannst vielleicht auch ganz kurz nochmal sagen, wer du bist und ja, dann deine Frage stellen oder deinen Kommentar geben. Ja, ich bin Juna, ich bin 38, ich komme aus Hannover.
meine Frage hat überhaupt gar nichts damit zu tun, was du alles gerade erzählt hast, Jonas. Erstmal möchte ich noch mal vorweg sagen, meinen allergrößten Respekt für dem, was du da erlebt hast und wie du das auch zu deiner Stärke zurückgefunden hast. Ich bin wirklich beeindruckt und auch dieses Bild mit dieser Maske ist mir wirklich eiskalt den Rücken runtergelaufen. Also für die, die das jetzt nicht wissen, ich habe eine Transgender-Vergangenheit. Also das ist natürlich, ist ja schon eine Parallelität da. Also ich habe mich total wiedergefunden in vielen Dingen, die du gesagt hast. Aber meine Frage ist völlig unabhängig davon. Ich muss jetzt einfach wissen, hat Madonna sich bei dir entschuldigt dafür, dass du dass sie dein Bild geklaut hat? Nee, hat sie nicht. Also ich hatte da so einen Aufruf gemacht online mit meiner Schwester zusammen. Wir haben auf Facebook praktisch versucht, sie zu erreichen. Und es wurde auch viel geteilt von Leuten und so weiter. Ich weiß nicht, ob sie letztendlich erreicht hat, ob sie das gesehen hat. Aber da kam nie irgendwas von ihr zurück. Ich habe jetzt einige Jahre später, hatte ich dann über Instagram, kann man diesen Post praktisch rausnehmen lassen, wenn es da so eine Copyright-Verletzung gibt. Und das habe ich dann gemacht und der wurde jetzt auch dann rausgelöscht. Aber sonst gab es da keine Entschuldigung oder so. Und ich bin leider damals den Rechtsweg nicht gegangen. Ja, ich hätte mir eigentlich einen Anwalt suchen sollen, aber ich war halt zu dem Zeitpunkt noch zu lieb eingestellt und dachte, ah ja, ich will kein Problem hier erzeugen und so weiter. Aber ich hätte wahrscheinlich den Rechtsweg gehen sollen und da vielleicht das einklagen sollen. Aber naja. Alles klar, danke. Gerne. Ja, also hat mich auch interessiert, die Frage. Bei dem Aaron Carter bist du dann ein bisschen härter vorgegangen, Jonas, oder? Ja, genau, da habe ich jetzt geklagt, tatsächlich, weil er hat sich ja nicht nur nicht entschuldigt, sondern hat ja sogar noch mich öffentlich beleidigt und gesagt, ich weiß nicht, also war einfach eine verrückte Story alles und da habe ich jetzt einen Anwalt und das ist jetzt gerade noch vor Gericht und ich hoffe, dass die Entscheidung jetzt dann bald gefällt wird. Mhm. Kurze Frage noch, Iris. Hast du, du hast dein Mikro freigeschaltet. Hattest du auch eine Frage an Jonas? Ja, ich habe auch eine Frage. Moment, ich suche gerade die Kamera. Hier bin ich. Ja, ja hallo. Was mich oder ein Gedanken jetzt gerade auch, wo Juna noch da drin ist und wo ich ihre Geschichte gelesen habe, hast du dich als Junge, als du klein warst, hattest du nie dieses Gefühl von, ich möchte vielleicht lieber ein Mädchen sein, wenn du dich verkleidet hast? Oder hast du dich immer wohlgefühlt in deinem Körper? War das für dich nie Thema? Eine sehr interessante Frage. Für mich war das tatsächlich nie ein Thema. Also ich finde es irgendwie, macht Spaß manchmal, wenn man sich so verkleidet und irgendwie ja, wirklich so ein bisschen vielleicht diese feminine Seite so ein bisschen auch rauslässt. Aber für mich war es nie so, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich bin im falschen Körper oder ich möchte eigentlich ein Mädchen sein oder ich bin eigentlich ein Mädchen. Und auch nochmal ganz kurz zu Juna. Ich habe auch vor dir riesen Respekt und vor deinem Werdegang. Also ich freue mich auch. Ich glaube, du hast auch demnächst ein Interview, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Ich habe nämlich kurz nachdem ich mein Coming Out hatte und so weiter, hatte ich mich dann auch mit dem Thema auseinandergesetzt, Transgender, und habe auch, ich war in so einer christlichen LGBT-Gruppe, da habe ich mich gemeldet gehabt und bin da mal hingegangen zum Treffen und da war auch jemand, der auch denselben Weg wie du durchgemacht hast, und der hat mir dann seine Geschichte erzählt und das hat mich auch total fasziniert und auch total berührt, was er da durchgemacht hat und was du bestimmt auch durchgemacht hast, was ja irgendwo viele Parallelen hat zu meiner Geschichte, aber doch nochmal auch ganz anders ist. Und ich denke auch nochmal noch eine Ebene draufsetzt, weil man eben auch nochmal dann diese körperliche Veränderung durchmacht und so. Das ist also auch ein total, ja, krasses Thema auf alle Fälle. Dankeschön. Ja, Iris, ist deine Frage damit beantwortet oder willst du... Ja. Nee, passt für mich. Danke. Okay, dann frage ich vielleicht jetzt noch mal kurz in die Runde, wer von den anderen noch eine bereit ist,
ja, mit der Aufnahme, während die Aufnahme läuft, noch eine Frage nachzuschieben. Die Chantal hat sich noch freigeschaltet. Ja, hallo, guten Abend. Hallo, hallo Frank, schön dich zu sehen. Hi. Und Juna, toll. Deine Geschichte freut mich. Jonas, ich war ja auch schon beim letzten Interview dabei und heute ist etwas, hast du etwas gesagt, was ich total wichtig finde. Du hast gesagt, dass du auf dein Herz gehört hast oder auf dein Gefühl, dass du doch richtig bist, weil du ja diese Ambivalenz hattest, dass du vielleicht andere ins Verderben bringen musst. Und dieses Gefühl, was du hattest, das ist genau richtig. Und das wollte ich dir einfach nur sagen, dass du das gesagt hast, das hilft auch anderen, die vielleicht im Zweifel sind, weil du bist, wie du bist und du bist geliebt, so wie du bist. Und aufgrund deines Mindsets, mit dem du aufgewachsen bist, sind natürlich diese Zweifel gekommen. Und vertrau immer auf dein Gefühl. Das wollte ich nur sagen. Das ist wirklich lieb von dir. Ja, ich glaube auch, dass wir eigentlich in uns schon so viel an Wahrheit tragen und dass wir eigentlich viel öfter einfach darauf hören sollten, als von anderen uns so abhängig zu machen irgendwo. Ne? Ich glaube, das geht heutzutage leider oft so ein bisschen verloren, dass man immer denkt, ich kann nur anderen vertrauen, aber auch sich selbst mal zu vertrauen und zu sagen, ja, ich habe das richtige Gefühl gehabt in dem Moment. Dankeschön. Mhm. Ja, ich möchte auch mich bei allen bedanken, die jetzt hier im Gespräch dabei sind, die ja, vielleicht auch noch in der Kirche aktiv sind. Ja, weil ich einfach denke, das ist toll, dass ihr, ja, dass man da zuhört, dass man hinschaut, wie ich immer so schön sage. Chantal, warst du schon fertig oder wolltest du noch mehr sagen? Du bist fertig, okay. Ja, also falls noch jemand, also ich sehe, hier sind noch einige andere drin. Jetzt wäre eure Chance, noch in diesem öffentlichen Teil noch eure Frage loszuwerden. Thomas, ich sehe, da tut sich was. Darfst auch gerne deine Kamera freischalten, wenn du magst. Ansonsten auch gerne als Audio einfach deine Frage stellen. Ja, würde ich gerne, aber ich glaube, das hält meine Internetverbindung nicht aus. Ich bin ja vom Ausland dabei, weißt du? Ja, nee, super, alle passt. Ja. Ja. Nee, cool. Ich wollte nur mal eine Frage stellen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt eher eine politische Frage ist oder insgesamt, aber ich wollte mal Jonas fragen. Jonas, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Vielleicht erinnerst du dich. Wie du vielleicht dich selber, beziehungsweise was du von der LGBTQ-Bewegung, so wie wir sie kennen, so hältst. Ob du das Gefühl hast, das ist genau eine Gruppe, zu der du gehören willst oder zu der du jetzt gehörst. Oder ob du gar nicht so sehr dieses Label benutzen möchtest. Weil ich glaube, verschiedenste Leute haben ja verschiedene Eindrücke, wofür die Bewegung steht. Und es ist ja gar nicht so klar definiert. Deshalb würde ich total gerne mal deine persönliche Meinung hören. Ja. Ja, dankeschön. Das ist auch eine sehr interessante Frage. Ich sehe das so ein bisschen auf zwei Ebenen. Zum einen sehe ich mich einfach als Teil dieser LGBT-Gruppe, weil für mich ist es einfach nur eine Bezeichnung für eine Community von verschiedensten Menschen, die verschiedene Dinge durchgemacht haben, eine verschiedene Geschichte haben, sei das jetzt eben lesbisch, schwul, transgender, bi, was auch immer. Und da fühle ich mich auf alle Fälle einfach zugehörig. Und es ist auch ein schönes Gefühl zu sagen, da ist irgendwo so ein bisschen so eine Gruppe, wo man eben dazugehört. Andererseits habe ich das Gefühl, dass manche, die zu der LGBT-Gruppe gehören, sich zu sehr darüber definieren und anfangen, jeden, der vielleicht ein bisschen anders denkt oder der vielleicht konservativere Ansichten hat, direkt komplett fertig zu machen oder auszugrenzen oder was auch immer. Und das finde ich dann wiederum nicht in Ordnung oder da fühle ich mich nicht so zugehörig. Ich denke auf alle Fälle, dass es wichtig ist, jetzt diese ganze Bewegung, ich glaube, dass
das so viele Jahre lang dieses konservative Vorherrschaft hatte in der Gesellschaft und eigentlich kein Raum wirklich gegeben wurde für LGBTs, sie selbst zu sein. Und deswegen glaube ich, dass jetzt auch so diese Gegenbewegung teilweise auch manchmal vielleicht ins Extreme ein bisschen geht, weil man sich freikämpfen möchte. Aber zum anderen finde ich es auch wieder super schön und spannend, dass heutzutage verschiedenste Menschen, auch wieder Thema Diversität, einfach so sein können, wie sie sind. Also ich meine, es gibt heutzutage so viele YouTuber, die sich schminken oder was auch immer. Und für manche mag das befremdlich sein, aber ich finde es irgendwo inspirierend, weil es nicht mehr dieses starre Bild gibt, jeder Mann muss so sein und jeder Mann darf nur Fußball mögen und das und das und jede Frau darf nur das und das mögen und vom Herd noch am besten stehen den ganzen Tag oder was auch immer, sondern jeder ist komplett individuell und wenn sich ein Mann schminken möchte, dann möchte er sich schminken, dann ist es in Ordnung, dann drückt er sich so aus. Oder wenn eine Frau ganz kurz geschorene Haare haben möchte, dann ist es auch in Ordnung. Und diese Bewegung finde ich gut. Aber alles, was eben wieder dann in die Richtung geht von, das ist jetzt das einzig Wahre und jeder muss jetzt das mal ausprobieren oder auch dieses sehr freizügige teilweise. Ich war auch auf so einem Straßenzug von LGBT und so weiter. Und das ging mir da auch ein bisschen zu wild, ja, irgendwie. Also da wurde dann nur noch irgendwie halbnackt rumgetanzt und so weiter. Und ich finde, jeder soll machen, was er möchte. Beschwer mich da nicht oder so. Aber ich finde, das wirft vielleicht manchmal auch das Bild dann wieder auf die Community, so dass wir alle, dass es nur um dieses Körperliche geht. Wobei es ja so viel mehr eigentlich beinhaltet, nämlich eine Identität und wer wir sind einfach letztendlich. Also ja, ich sehe das so ein bisschen differenziert. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet hat. Thomas, hat es deine Frage beantwortet? Ja, also ja, ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch. Also ja, danke, ja, Thomas. Hat super. Mich einfach nur interessiert. Ja. Perfekt. Ich würde dann gerne noch eine Frage hier wiedergeben von Eda Bohner. Und zwar, in der Kirche wird viel gesagt, dass die Kirchenlehre ist, dass auch homosexuelle Menschen genauso geliebt werden sollen wie andere Mitglieder. Inwiefern macht dies, also diese Lehre in der Kirche oder dass das in der Kirche gesagt wird, inwiefern macht das das Leben eines LGBTQ-Menschen besser in der Kirche? Also inwiefern wird das Kirchenleben dadurch positiv beeinflusst? Ja, ich denke, das ist, also die Richtung, die Kirche momentan einschlägt, denke ich, ist auf alle Fälle schon mal eine positive Richtung. Früher gab es ja wirklich Aussagen, die teilweise schon sehr heftig waren und auch wirklich dazu geführt haben, dass LGBTs enorm ausgegrenzt wurden. Die wurden auch von der BYU-Schule oft in Utah geschmissen und durfte sich dort nicht öffentlich outen oder sie wurden eben praktisch genötigt, in diese Camps zu gehen, wo sie dann umerzogen werden sollten und so weiter. Also ich denke, dass die Richtung, die Kirche jetzt einschlägt, dass LGBTs mehr inkludiert werden und gesagt wird, wir sollen sie genauso lieben wie jeden anderen auch und ihr habt einen Platz bei uns und so weiter, das finde ich sehr gut und macht sicher das Leben einfacher und führt hoffentlich dazu, dass LGBTs weniger von ihren Familien ausgegrenzt werden, rausgeschmissen werden und allgemein irgendwie das Gefühl haben, dass sie schlecht sind, so wie sie sind. Aber andererseits ist es letztendlich nicht unbedingt das, was wirklich dazu führt, dass man sich komplett wirklich so entfalten kann, wie man ist als Mensch. Ich denke, jeder Mensch hat auch das Bedürfnis und auch die Berechtigung, einen Partner zu finden, den man wirklich liebt und zu dem man sich auch hingezogen fühlt. Ich glaube, dass das ein Riesenteil ist dieses Lebens. Und ich meine, letztendlich weiß niemand von uns wirklich, ob es nach diesem Leben weitergeht oder wie es dann weitergeht und wie Gott, wenn es Gott gibt, das Ganze sieht. Und einfach nur aufgrund der Prämisse, dass die Kirche sagt, sie ist die einzig wahre Kirche und weiß, was Gott in Bezug auf dieses Thema denkt, zu sagen, okay, dann verzichte ich mein ganzes Leben darauf und werde niemals einen Partner haben, werde niemals erfahren, wie es ist, zu lieben und geliebt zu werden in dieser Hinsicht, ist halt ein Riesenopfer. Und wenn jemand das bringen möchte, weil er wirklich an die Kirche glaubt und wirklich sagt, ich möchte das durchziehen, dann respektiere ich das total und habe da wirklich große Achtung vor.
Andererseits denke ich aber, dass auch jeder, der sagt, ich glaube nicht, dass der Standpunkt der Kirche richtig ist oder dass die Kirche die einzig wahre Kirche ist und einen anderen Weg geht, den sollte man dann genauso viel mit Respekt entgegenkommen und auch sagen, ich weiß nicht, ob dein Weg oder mein Weg der richtige ist, aber ich respektiere das total, dass du deinen Weg gehst und freue mich für dich und hoffe, dass du glücklich bist. Und ich glaube, wie gesagt, dass ich fände es natürlich super schön, wenn auch irgendwann selbst innerhalb der Kirche das erlaubt wäre oder okay wäre, dass auch gleichgeschlechtliche Paare zusammen sein können und so weiter, auch eine Familie gründen können. Ich meine, wir haben ja auch gesehen, wie auch in Bezug auf Dunkelhäutige die Kirche ihre Ansichten geändert hat und so weiter. Also weiß ich nicht, was da vielleicht noch irgendwann mal auf die Kirche zukommt, kann ich nicht einschätzen, aber ja, das ist so ein bisschen meine Meinung dazu. Also vielen Dank erstmal für die tollen Fragen, die ihr alle habt und eingebracht habt. Das Gespräch bereichert dadurch. Ich frage jetzt mal zum Schluss, gibt es noch irgendeine Frage oder einfach mal mit der Hand melden, die ich sehen kann oder eben, genau, ansonsten würde ich jetzt mich nochmal bei allen bedanken, dass ihr hier dabei wart und auch bei Jonas ganz besonders bedanken. Ich möchte nochmal einen Hinweis geben, dass ihr unten in dem Link unter diesem Video auch noch Hinweise findet zu weiteren Live-Gesprächen und abonniert auch ruhig den YouTube-Channel, dann bekommt ihr auch alle weiteren Gespräche, auch das nächste Gespräch mit Jonas, gleich noch, was wir führen wollen, wo es dann eben darum geht, wie ging es eigentlich weiter, also wie denkt er heute, was hat sich verändert, wie war sein Denken früher und wie ist es heute im Gegensatz dazu. Genau, also vielen Dank nochmal alle und Jonas, dir lasse ich auch noch mal kurz die Gelegenheit für ein kurzes Schlusswort. Ja, ich möchte mich auch noch mal bedanken bei allen, die da waren, auch für eure Fragen. Ja, hat mich sehr gefreut, meine Geschichte zu teilen und hoffe, dass ihr noch einen schönen Abend habt. Also, alles Gute. Tschüss erstmal.